Hi Leute, mein Name ist Alan, das ist Infuses for Life und willkommen auf meinem Kanal. Ihr dürft dreimal raten, wo ich mich gerade befinde. Sagt durch diese Fensterfront irgendetwas. Na, eins, zwei, drei. Richtig, ich bin auf der Motor World in Böblingen unterwegs. Und was ich heute erlebe, möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich wurde exklusiv von Sivas Performance eingeladen, um ein bestimmtes Biest mal mir und euch mal zu zeigen. Und ja, was uns erwartet, seht ihr im folgenden Video. Oh, schaut mal, ein Lamborghini. Oh, noch ein Lamborghini. Oh wow, ein Lamborghini. Oh my God, ein Lamborghini. Und die nicht wissen, was das hinter mir ist. In der Motorworld Böblingen kann man unter anderem seine Fahrzeuge überwintern lassen, übersommern lassen oder sonst auch wie, wenn man mal außer Landes geht und nicht diese in der heimischen Garage stehen lassen möchte, dann hat man die Möglichkeit, hier die Fahrzeuge sozusagen einer Hibernation unterziehen lassen zu können. Die werden hier gelagert, auf die wird gut aufgepasst und das ist ein Metier von Motorworld. Eine andere, sagen wir mal, Baustelle von Motorworld ist auch die Möglichkeit, hier solche Exoten wie hinter mir einfach käuflich zu erwerben. Du kannst dir hier Lamborghinis holen, Rolls-Royce-Fahrzeuge, einer in Weiß, beispielsweise auch in Grün, mein Favorite. Kleidungsaccessoires, auch kein Problem hier, alles natürlich renninspiriert. Und die Motorworld an sich ist auch in zwei oder ich glaube in drei Ebenen unterteilt. Du hast die Möglichkeit, dir Oldtimer anzuschauen, was auch ganz interessant ist. Oder aber auch die neuesten Fahrzeuge, die so auf dem Weltmarkt unterwegs sind. Natürlich auch Supersportwegen, die ihr bereits schon gesehen habt. Oh, ich liebe Grün. Ich hoffe, ich habe euch heute nicht zu viel versprochen. Es handelt sich hierbei um den AMG GTR von Sivas Performance. Wir schauen uns das Baby noch ein bisschen genauer an. Ja, und ich hoffe, es wird euch viel Spaß machen. Und so haben wir uns heute einfach eingefunden, dieses geile Baby mal einfach ein bisschen näher anzuschauen. Vielleicht auch das ein oder andere Wort mit dem Besitzer und dem Initiator von Sivas Performance zu wechseln. Und Leute, exklusiv natürlich für euch. Der Sivas Performance Green Tiger kommt mit geschmiedeten Kolben und Pleuel und einer fein gewuchteten Kurbelwelle daher. Turbolader aus dem E63 verhelfen dem Tiger für mehr Biss als Serie. Der Innenraum wurde vom AMG GTR nicht modifiziert, er wurde Serie belassen, aber warum auch modifizieren, wenn du eine übersichtliche Instrumentierung hast, feinste, edelste Verarbeitungsqualität und allerbeste Materialien. Hallo Leute, willkommen heute bei mir bei Enthusiast for Life.
Ich habe einen ganz besonderen Gast und ich bin wirklich glücklich und froh, dass du mich eingeladen hast, ein bisschen mehr über Sieves Performance erfahren zu dürfen und auch natürlich die Jungs und Mädchen hier hinterm Schirm. Matthias, wir haben uns heute zusammengefunden, dass wir einfach über dieses wunderschöne Prachtstück sprechen können. Es handelt sich um einen AMG GTR. Gibt es einen bestimmten Hintergrund, warum du genau oder absichtlich auf den Mercedes AMG GTR dich fokussiert hast? Ganz kurz noch zur Sache. Also wir sprechen hier über ein getuntes Fahrzeug. Und warum jetzt das getunte Fahrzeug jetzt für Matthias wichtig war, Performance, leistungstechnisch Änderungen zu machen, würde ich gerne von Matthias wissen wollen. Natürlich exklusiv nur für euch. Ja, also die Sache ist im Prinzip ganz einfach. Der GTR ist einfach eine hervorragende Basis. Mhm. Mercedes hat ein Auto gebaut, das von der Performance, von dem Fahrwerk und auch vom Motortriebstrang einfach richtig gute Gene hat. Mhm. Und so konnten wir hier in diesem Auto eine moderate Leistungssteigerung realisieren von 805 PS. Moderat. Moderat, ja. Es geht noch mehr. Und 1150 Newtonmeter. 1150. So ist es. Also das Auto hängt ganz gut am Gas. Und das Auto fährt einfach hervorragend damit. Und es macht einfach Spaß. Das Ganze ist entstanden, ich war ja als Ingenieur beim Daimler tätig, 16 Jahre lang. Und irgendwann habe ich einfach mein Hobby zum Beruf gemacht. Und im Kundenauftrag die Autos so modifiziert, dass der Kunde einfach ein schöneres Spielzeug hat. Ich sage es ganz ehrlich. Und mehr Freude. Freude am Leben, Freude am Fahren, Freude am Auto. In welchem Bereich warst du da involviert? Tatsächlich auch in der Fahrzeugtechnik? Richtig in der Fahrzeugentwicklung, auch in der Vorentwicklung für Fahrwerk. Mhm, okay. Also auch auf der Rennstrecke Fahrversuche gemacht. Oh, wow. Auch VIP auf den Rennstrecken umhergefahren. Okay, dann haben wir hier wirklich den richtigen Mann. Sehr gut. Ja, und dann auch einige Jahre im Projekt McLaren SLR Triebstrang. Oh, wow. Triebstrang, Serieneinführung, Weiterentwicklung, also. Die Frage, die ich jetzt hätte, wie bist du dazu gekommen, Matthias? Weil das würde mich wirklich interessieren. Okay, du warst in der Fahrzeugentwicklung, du warst bei McLaren, hast du gesagt. In der Baureihe McLaren in SLR. McLaren SLR tätig. Wie hast du dann von dir gesagt, weißt du was, ich möchte jetzt von mir aus sagen, Fahrzeuge, die ich jetzt modifiziere, möchte ich an den Mann bringen. Wie bist du da auf diese Idee gekommen? Ja, eigentlich habe ich einfach nur genau zugehört, was die Kunden sich wünschen. Mhm. Und für den McLaren SLR bestand einfach der Wunsch, dieses Hochperformance-Fahrzeug aus damaliger Sicht, das war ja 2003, 2004, der stärkste Mercedes aller Zeiten. Der Sound war allerdings moderat, quasi großserientauglich. Mhm. Und da habe ich für das Auto erstmal eine Abgasanlage entwickelt. Mhm. Dann waren es zwei. Jetzt mittlerweile kann ich für den McLaren SLR 12 Derivate an Abgasanlagen anbieten. 12? Teilweise auch mit TÜV tatsächlich. Ja, so hat das Ganze angefangen 2007. Mhm. Mhm. Und daraus ist eigentlich Folgendes geworden, dass ich Kunden gewinne, ihr Herz gewinne für potente Fahrzeuge. Und ich erfülle Kundenwünsche, sofern sie technisch sinnvoll sind und natürlich auch umsetzbar und realisierbar. Sie müssen ja auch nachhaltig funktionieren. Wir wollen ja ein Fahrzeug haben. Der Kunde will ja auch wiederkommen. Ja, natürlich. Und ja, klar. Du willst ja nicht den Wagen tunen, danach einfach sagen, nach mir die Sintflut und das ist mir egal. Das heißt, nochmal darauf zurückzukommen, die Fahrzeuge, die hier getunt werden, die sind natürlich auch alltagstauglich. Die sind nachhaltig. Die gehen nicht nach, was weiß ich, 1200 Kilometer kaputt. Darauf wurde in der Entwicklung besonders Wert gelegt. Und mich interessiert jetzt bei diesem Fahrzeug spezifisch, du hast 1150 Newtonmeter angesprochen. Das ist korrekt. Wie realisierst du diese 1150 Newtonmeter? Zwar hast du gesagt, der Wagen an sich hat ein gutes Fundament, also eine solide Basis, aber so ganz ohne Selbstentwicklung kommst du wahrscheinlich bei dem Wagen nicht weg. Also es ist und wo befinden wir uns dann? Was hast du denn da? Was hast du denn da geplant? Was hast du denn also ich arbeite mit wirklich fantastisch guten Menschen zusammen, die technisch sehr versiert sind und Ahnung von auch vom Getriebebau haben. Mhm. Motoren auf Leistung zu bringen ist das eine, aber das Getriebe, der Triebstrang muss ja auch dieses Moment, diese Kraft zu den Rädern bringen und die Räder das auf die Straße. Das heißt, dort steckt eine Menge Know-how in der Getriebeverstärkung auch drin, in der Getriebeadaption, in der Getriebesoftware, sodass
Getriebe, Motor synchron miteinander arbeiten. Das Getriebe muss mechanisch verstärkt werden, damit es einfach die Momente übertragen kann. Das ist das eine. Ja. Und es macht natürlich in einem GTR jetzt wenig Sinn, schon im ersten Gang diese 1150 Newtonmeter, die ja dann über die Übersetzung, das ist ja ein Vielfaches, da hast du da hinten weit über 10.000 Newtonmeter. Es ist einfach so, es gehört eine Menge Erfahrung dazu und auch Versuchserfahrung, Versuchspraxis und im Engineering, du lernst das. Ja, klar, du lernst das im Laufe der Zeit, du lernst das, diese Projekte zu managen. Wir arbeiten Konkurrenz auch mit der Berechnung zusammen und mit der Simulation und, da, und aufgrund dieser Erfahrung können wir sagen, was so ein Getriebe an Momenten übertragen kann in den jeweiligen Gängen. Das bedeutet, dass wir im Prinzip ab dem vierten Gang beispielsweise das volle Drehmoment loslassen. Vielleicht auch schon ab dem dritten Gang, abhängig eben vom Fahrzeugkonzept. So einfach. Okay, also so einfach ist es. So einfach oder so komplex ist es. Also okay, so einfach ist es definitiv nicht. Deswegen haben wir dich als Spezialisten und natürlich Sievers Performance. Es handelt sich hier wirklich um etwas sehr Spezielles. Da wird der Wagen wirklich vom Konzept bis hin zur Serienreife komplett durchdacht. Und mich interessiert jetzt für dieses Fahrzeug, und das spreche ich jetzt auch sehr gerne aufgrund der Zuschauer an, ich habe im Vorhinein bereits schon ein bisschen reingeschnitten, dass ihr die Möglichkeit hattet, ihn akustisch mal ein bisschen wahrzunehmen. Was hast du denn mit dem Wagen getrieben, Matthias? Was ist da passiert? Also aus dem Englischen kenne ich Downpipes und H-Pipe und Straightpipe. Das verstehen die Jungs und Mädels da auch draußen. Wo sind wir hier mit diesem Wagen? Was hast du da modifiziert, dass wir so einen unglaublich tollen Auspuffklang bekommen? Weil es war toll, dass wir wissen, warum er so gut einatmen kann und wieder ausatmen kann. Ja, das ist, du hast es angesprochen, das ist genau die Quintessenz. Wenn du einen Supersportler auf die Rennstrecke schickst oder auf die, zum Marathon und du bindest ihm ein Nasenloch zu, dann wird er die Leistung nicht bringen. Und genauso ist es beim Auto auch. Richtig. Die Luft muss rein, aber auch wieder raus können. Ja. Die Druckverluste reduzieren. Das heißt, bei dem Auto ist es eben so, dass die Druckverluste vor Motor und nach Motor reduziert sind. Und trotzdem erfüllen wir die Abgasnorm durch gute Katalysatoren, aber mit weniger Gegendruck. Dann ist einfach der Endschalldämpfer so modifiziert, dass dieser hervorragende Sound dabei herauskommt. Und das Ganze hat sogar den TÜV-Segen. Das heißt, wir waren beim TÜV, haben eine offizielle Geräuschmessung gemacht und haben die gerade noch bestanden. aber da muss ich jetzt wirklich sagen, gerade noch. Ich sage, wenn du den TÜV für den Wagen bekommen hast, Leute, 1150 Newtonmeter, 851 PS hast du genommen. Der hat jetzt 805. Okay, 805 PS. Gibt auch stärkere. Das ist eine Hausnummer. Und dafür noch TÜV kriegen, also das ist wirklich Oberhammer. Also wir haben jetzt darüber geredet, dass du das Getriebe verstärkt hast, dass von vorne nach hinten natürlich irgendwas passieren musste, dass der Wagen besser einatmen kann und besser ausatmen kann. Und das alles, Leute, TÜV-legal. Wenn du so viel Power hast, Matthias, dann muss er doch auch besser bremsen können. Also wir können dieses bisschen an Mehrleistung, da lacht die Bremse drüber. Die ist über jeden Zweifel erhaben. Tatsächlich. Ist so. Und das ist so. Also, ob das Audi jetzt 330 oder 350 fährt, ob das jetzt von 0 auf 200 in 8 Sekunden beschleunigt oder serienmäßig in 10 oder vielleicht sogar in 7,5. Was dieses Auto tatsächlich kann, das juckt die Bremse nicht im geringsten. Also stellen wir jetzt einfach mal hier fest und setzen das als Fakt. Das, was von Mercedes bereits schon serienmäßig beim AMG GTR kommt, ist bereits schon über alles erhaben. Die Bremsen sind der Oberhammer. Sie sind für ein Straßenfahrzeug der Oberhammer. Ganz klar, jedes Auto, das auf der Straße bewegt wird, kann auf der Rennstrecke kaputt gebremst werden, wenn man es provoziert. Auch einen Rennwagen kann man kaputt bremsen. Na klar. Aber diese Bremse ist wirklich über jeden Zweifel erhaben. Und da ist das Tuning für die Bremse nicht relevant. Und Kinder, wir sprechen hier nicht von super schickimicki Carbonara-Bremsen, sondern wir sprechen hier von den ganz normalen Stahlbremsen, die wir haben. Ne? Also für den GTR gibt es eben zwei Bremssysteme, eben eine Stahlbremse, die hervorragend funktioniert, und eine hervorragend funktionierende Carbon-Verbundbremse. Natürlich, aber den Grund, warum du dich für die Stahlbremse entschieden hast, war? Gut, das ist die Entscheidung des Kunden gewesen. Ach so, ja, okay. Ja. Stimmt, also stupid me, sorry. Es ist einfach so, wenn du auch mit dem Auto auf der Rennstrecke unterwegs bist, dann hast du einen erhöhten Verschleiß an Belägen und auch an Bremsscheiben. Ja, gut. Und tausche die Bremsscheiben und die Bremsbeläge einer Stahlbremsanlage, dann kostet dich das 2.000 Euro, machst es für eine Carbonanlage 10.000 und mehr. Also gut,
Kostenfaktor. Kostenfaktor. Und beide bremsen hervorragend. Aber da komme ich jetzt... Und es gibt noch einen Faktor. Ja, Alltagstauglichkeit. Siehst du? Alltagstauglich. Es ist sogar so, dass die Carbonbremse noch sensibler reagiert. Du brauchst noch etwas weniger Pedaldruck und die spricht sofort an. Also hat AMG eine... Die Bremsentwicklung ist fantastisch. Es ist wirklich eine Highlight-Bremse. Gar keine Frage. Okay. Die Stahlbremse ist hervorragend. Mhm. Und der Kunde hat aber auch Fahrzeuge GTRs mit Carbonbremsanlage. Und dann ist der halt jetzt mal mit Stahlbremse. Also ganz entspannt. Also ganz entspannt. Das heißt, ja. Er kennt das Gefühl mit Carbon und möchte halt einfach die Stahlbremse vielleicht auch einfach mal als Option haben. Wenn ich ein AMG GTR hätte und jetzt einfach Lust hätte, ein bisschen was mit dem Wagen anzustellen, dann komme ich definitiv zu dir. An deine Adresse. Dankeschön. Sehr gerne. Was würde mich denn jetzt das Tuning kosten, wenn ich ein AMG GTR hätte und würde ihn zu dir bringen? Ja, also das ist natürlich eine gute Frage. Mhm. Und ich muss erst noch mal eine Lanze brechen für meine wirklich hervorragenden, ich sage jetzt mal, Menschen, die mir bei dieser Projektrealisierung überhaupt helfen. Ich kann das ja gar nicht alleine ableisten. Okay. Motorenbauer, mhm. Getriebebauer vom Allerfeinsten, okay. Aber wirklich vom Allerfeinsten. Okay. Und dann entsteht eben so ein Gesamtkunstwerk, das muss man wirklich sagen. Eben so ein Komplettpaket mit allem drum und dran, das geht dann eben über Motorgetriebe hinaus. Aber so ein Wagen hier, wie er jetzt hier steht, du musst dann 50.000 investieren. Ja gut, aber jetzt unter uns jetzt mal gesprochen, unter uns Gebetsschwestern auch hier in YouTube. 50.000 für über 800 PS und 1150 Newtonmeter. Das ist nicht die Welt. Also da gibt es wirklich höhergradigere Performance-Umbauten und ich glaube, die sind nicht so langlebig wie deiner und die machen nicht so zufriedenstellend. Da werde ich von meiner Seite aus sagen, 50.000, es gibt Leute, die kaufen sich 50.000 eine Uhr. Und für 50.000, anstatt die in eine Uhr zu knallen, okay, ihr wisst alle, ich bin Uhrenliebhaber und er wahrscheinlich auch, da kannst du dir doch diesen AMG GTR modifizieren. Das ist preiswert. Also ich habe Kunden, die haben fantastische Uhren. Ich liebe selber Uhren. Und ich weiß, so eine Traumuhr mit einer Komplikation und Tourbillon von... Legst du einen hohen, sechsstelligen Betrag in. Also einige hunderttausend. Also sagen wir mal 800.000. 800.000. Das, in der Richtung ist das möglich. Also ist es eigentlich preiswert, eigentlich zu preiswert? Nein, das würde ich nicht sagen. Das ist nicht zu preiswert. Aber sehr preiswert. Ich denke, du hast da preistechnisch da angesiedelt, dass natürlich die Komplikationen der Fahrzeugumbauten irgendwo auch monetär sich lohnen könnten. Es ist so. Du musst ja auch irgendwas dran verdienen. Weil, guck mal, du hast gesagt, der TÜV. Ne? Der Wagen kommt mit dem TÜV und das kostet einen Haufen Geld. In Deutschland kostet TÜV einen Haufen Geld. So ist es, genau. So. Der TÜV will einige Zertifikate sehen. Der will die Abgasgutachten, der will Geräuschgutachten, unter anderem Festigkeitsgutachten. Na klar. Und das bedeutet eben auch noch einen zusätzlichen Kostenfaktor, der aber dann, das muss ich auch sagen, Add-on kommt. Add-on. Weil der TÜV ist jetzt überschaubar vom Kostenfaktor, ja. Aber er kommt einfach Add-on. Okay, da kommt noch dazu. Aber die Wahrheit ist ja auch, du bietest ja auch wirklich, also das muss ich echt sagen, also vom Außen, wenn man den Wagen von außen anschaut, da seht ihr kurz das Bild, wie er da ausschaut, da sieht das Ding ja himmlisch aus. Gibt es da auch von dir Exterieurpakete oder sagst du, du hast deine Vendors, deine Zulieferer, wo du sagst, da bediene ich mich und da kommen die Sideskirts dran, der Spoiler. Wie sieht denn das bei also der Wagen bei Sievers Performance? Wobei der Wagen, ja, also vielen Dank. Nicht alles Geschmackssache, aber es ist tatsächlich so, dass dieser Wagen von den Karosseriebauteilen ja. Im Wesentlichen Serie ist, also nur im Wesentlichen. Ja. Was ich hier modifiziert habe, ist tatsächlich im Splitter, im Heckschürzen und im Frontschürzenbereich ein zusätzliches feines Gitter eingebracht. Das eben vor Steinschlag schützt, aber nicht die Luft daran hindert, zu den Kühlern zu gelangen. Das ja, ist klar. Das eine. Luft rein, Luft raus. Luft rein, Luft raus ist das A und O. A und O, ja. Ja, und entsprechend Ladedruck natürlich. Dann, ja, und dann bezüglich des Designs habe ich auch ganz hervorragende Menschen, die eben dieses Design machen. Das heißt, das geschieht dann im Kundenauftrag. Der Kunde spricht dann mit diesen wirklichen Spezialisten und nach Kundenwunsch wird das Auto designt. Okay. Nach Kundenauftrag. Es handelt sich ja hier um Folie, ne? Es ist eine Folierung. Es ist eine Folierung. Es ist eine Folierung und es ist jedes Auto individuell. Also der Kunde hat seine Wünsche und die
versuchen wir umzusetzen. Okay. Und das macht ein hervorragender Folierer, wirklich ganz tipptopp. Also, wir waren jetzt im Exterior-Bereich und du hast über diese fantastische Folierung gesprochen, die der Kunde für sich dann individuell gestaltet bekommen kann. Richtig, ja. Also da sitzt wirklich mit dem Designer zusammen. Das Design macht eben auch der Folierer. Der Folierer bespricht mit dem Kunden wirklich sein Wunschdesign, was ist realisierbar, und so entsteht dann diese Folierung. Ah, okay. Mhm. Jetzt sind wir im Exterior-Bereich. Also die Felgen sehen ja auch Wahnsinn aus. Was sind das für Felgen? Das ist auch wirklich was Besonderes, auch mit TÜV-Eintragung. Wir haben hier Felgen von der Firma HRE Wheels aus den USA. Und die machen eben die Felgen individuell, das heißt die Einpresstiefe und auch die Dimensionierung, natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, der technisch sinnvollen Möglichkeiten, die auch natürlich abnehmbar sind, also TÜV-konform abnehmbar sind, lassen sich Felgen im Design, in der Farbe designen. Und so entsprechend sieht der Wagen auch fett aus. Dieser Kontrapunkt, das Grüne, dieser Green Tiger mit diesen Gold-Bronze-Felgen, das ist ein Schmankerl, würde ich sagen. Oh my God, ja, muss ich sagen, ein absolutes Schmankerl. So, jetzt habe ich was, darauf bist du nicht vorbereitet. Lass hören. Okay. Die rote Wildsau. Erzähl mir ein bisschen was von der roten Wildsau, weil als ich sie auf Instagram bei euch gesehen habe, habe ich mich gleich in die Fahrzeuge verliebt. Welche Modifikation hast du da gemacht? Für was werden sie verwendet? Weil ich habe nämlich 2 oder 3, glaube ich, gesehen. Was hast du denn an den Fahrzeugen gemacht? Also, wie bist du zu den Fahrzeugen gekommen? Also im Prinzip auch Kundenfahrzeuge? Das sind natürlich alles Kundenfahrzeuge. Okay. Ist definitiv so. Okay. Jede rote Sau hat sein eigenes Herrchen. Okay. Technisch vom Antriebsstrang vergleichbar, definitiv. Okay. Okay. Und auch da war wieder Kundenwunsch, diese spezielle, sagen wir mal, Rallye-ähnliche Zusatzbeleuchtung, die eben dieses ganz Besondere ausmacht. Und auch da muss man sagen, es gab ja mal früher diese rote Sau 6,9 Liter Rennwagen. Mhm. Und in Anlehnung an dieses Urviech ist dann ein Kunde auf die Idee gekommen, lass uns die rote Sau wieder beleben. Wow. Und so sind dann eben die rote Sau entstanden auf Basis des GTR. Ein ganz hervorragendes Fahrzeug. Ein tolles Fahrzeug und jetzt auch unbekanntermaßen an diesen Kunden, wenn er zuschauen sollte. Ich habe mich total in das Auto verliebt. Und super Geschmack, tolle Idee. Danke, ja. Also sehr, sehr, wirklich. Sehr schön. Also an sich ist alles sehr, sehr gelungen. Übrigens auch der gleiche Folierer hat auch wieder da dieses Design umgesetzt. Dass es diesen Renncharakter noch hat. Ja, diesen rote Sau-Charakter, ja. Sag mal, aber diese rote Sau-Charakter, ach nee. Das ist ja klar. Nee, echt? Ja, die Welt ist klein. Die guten Leute, die finden sich immer wieder. Ja, das ist definitiv so. So, und damit möchte ich mich jetzt von dem Interview verabschieden mit Matthias Sievers von Sievers Performance. Jetzt wird es Zeit, den Green Tiger mal in Action zu erleben und ich hoffe, ihr habt damit jetzt auch viel Spaß. Ja, und so ein Interview wäre natürlich nichts ohne, und das sage ich auch immer, Trockenschwimmen ist nichts, ohne dass wir uns mal auch auf Fahrt begeben. Ne? Und ihr könnt so langsam schon mal raushören, dass der AMG GTR von Sievers Performance sich gar nicht mal so schlecht anhört. Oh, ich liebe diese Downshifts. Oh yeah, baby. Yes, sir. So, und jetzt merkst du, die Bremsen, die Matthias vorher erwähnt hat, sie beißen sich richtig in die Bremsscheiben rein. Und die musst du nicht upgraden. Okay. Okay, jetzt 12%.
Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich so an, wie wenn dich die Enterprise von irgendeinem Stern an einen anderen beamt. So fühlt sich das in diesem Sievers Performance AMG GTS an. So, und ich muss mich wirklich, Matthias, bei dir ganz recht herzlich bedanken, dass du mich eingeladen hast, dass ich dieses tolle Prachtstück reviewen durfte. Einmal für mich, mich hat es fast aus den Socken gehauen, und natürlich für meine YouTuber-Freunde, Freundinnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nochmals, Matthias, allerbesten Dank. Es ist eine Ehre für mich. Enthusiast for life. Sorry für meine Aussprache. Kein Thema. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für diesen fantastischen Blog, für dein Vertrauen. War eine großartige Geschichte. Matthias, Klasse. Ich würde mich auch noch freuen, wenn wir jetzt auch irgendwann mal weitere Videos drehen. Und zwar über einen Schatz, den du bei dir verborgen hast, der mit M anfängt und mit McLaren aufhört. Okay. Das würde mich und die Zuschauer natürlich sehr freuen. Spannendes Fahrzeug. Wirklich spannendes Fahrzeug. Verrate nicht zu viel. Ich verrate nicht zu viel, aber mehr Leistung, weniger Masse. Ist das too much? Nein, das ist perfekt. Und Leute, wenn euch das gefallen hat, haut auf den Like-Button, subscribed und wir sehen uns beim nächsten Video.